Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Jo, jetzt ist es wieder Titanic-Zeit. Ich habe ein bisschen gewartet, aber ich habe jetzt 8 Ausgaben zu verbauen. Jetzt denkt ihr, jetzt könnt ihr euch auf 2 Stunden Stream einstellen? Nein, das wird nicht allzu lang, weil wir machen nur 5 Bordwände ran und dann schrauben wir ganz kurz mal den Ständer zusammen. Das wird also trotz 8 Ausgaben eine schnelle Nummer. Ja, so ist es eben halt der Titanic. Die ganze Fummelei und Kleberei mit den ganzen Sachen ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt geht das nur dran, den Rumpf soweit wahrscheinlich wieder fertigzustellen. Und ich habe dann auch schon mal in der Vorschau rausgeblättert. Es geht dann weiter mit Platine und mit Ständer und mit Lautsprecher und so weiter und so weiter. Also wird wahrscheinlich erstmal die Elektrik alles soweit installiert und dann werden hoffentlich irgendwann die ganzen Decks draufgeschraubt. Jo, ich habe euch das in einem kleinen Video ganz kurz zusammengefasst, wie ich das alles im Halt zusammenschraube. Das eine oder andere habe ich weggelassen, weil ist langweilig. Aber kein Problem. Trotzdem macht das Spaß, wie das Schiff so langsam wächst. Und seid gespannt, wie ich das alles so hinkriege. Ich glaube gut. Und wir sehen uns dann wieder in 4 Wochen, wenn das denn weitergeht mit der Ausgabe 104. Jo, nur noch 36, also 37 Ausgaben. Und dann ist vorbei mit Titanic. Ja, dann steht sie bei mir im Regal. Und mal gucken. Ja, dann bis zum nächsten Mal in 4 Wochen hier auf meinem Kanal. Und immer wieder schön einschalten. Ja, jetzt geht das weiter mit den Ausgaben 96 bis 99. Wie gesagt, das ist jetzt Ausgabe 96. Ich habe mir jetzt vorweg schon mal die ganzen Schrauben vorher einmal ganz kurz angelöst, dass ich dieses Rumpfteil einbauen konnte. Und jetzt schrauben wir das eben halt ganz kurz wieder zu. Ansonsten war das mich wirklich ein bisschen heftig. So, und jetzt haben wir hier auch die ganzen Schrauben dafür. Das sind alles IP-Schrauben und IM und da nochmal IP. Da werde ich mal gucken, was wir dafür alles brauchen. So, als erstes machen wir jetzt hier diese ganzen Rumpfteile hier rein fest. Das Zusammenschrauben, das ist ja alles kein Problem. Und ich habe ja auch ein paar Wochen jetzt schon gewartet. Und werde jetzt insgesamt 8 Ausgaben auf einmal zusammenbauen. Ja, und das ist aber nicht weiter schlimm, weil es wird ja nur Platten werden angeschraubt, Rumpfteile werden angeschraubt und in den neuen Ausgaben von 100 bis 103 wird sich alles um den Schiffsständer drum bemühen. So. Und jetzt habe ich diese schon mal festgemacht. Und ich zeige euch jetzt ganz einfach, was jetzt noch weitergeht. Und zwar, es wird ein weiteres Rumpfteil, also hier das schwarze Rumpfteil, angebracht. Ja. Denn in Ausgabe 97 wird noch ein weiteres Bodenteil angebracht. Und in Ausgabe 98 wird dann auf der anderen Seite das nächste Rumpfteil angebracht. Ihr seht, da kommen schon langsam die Wellen zum Einsatz, wo nachher die Wellenhose rankommt und so weiter. Ja, das werde ich immer ganz kurz zusammenschrauben. Das mache ich jetzt ohne euch. Beim Zusammenschrauben, da braucht ihr mir ja nicht zugucken. Da kriegt ihr sowieso noch einen steifen Nacken und das ist langweilig.
und dann werde ich mich wieder melden, wenn ich das alles zusammengesetzt habe. Jo, diese letzten Züge werde ich euch nicht vorenthalten, dass ich hier nach der 12. oder 20. Schraube jetzt zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich fast die Titanic sozusagen im Rumpf fertig habe. Hier unten die Bodenplatte, wie gesagt, das war die Ausgabe 96, dann war das 97, 98, 99 und das ist Ausgabe 100. Ja, jetzt habe ich hier noch reichlich Schrauben und zwar LM, das sind alles Kreuzschrauben, die habe ich über. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo die hinkommen, irgendwo ins Bodenblech. Ah, ich sehe, da vorne fehlen auch noch welche. Die werde ich noch mal ganz kurz reinfriemeln. Es soll ja nicht gesagt sein, dass ich hier irgendwo irgendwelche Schrauben unter Nagel reiße. So, die kommen auf jeden Fall hier rein. So, das ist hier auch wieder fix gemacht. Ja, ich habe die ganzen Grundplatten, so wie ich das gesehen habe, hier wahrscheinlich auch nur mit 1-2 Schrauben fixiert. Und ihr seht auch schon hier vorne die beiden Löcher, da kommt nachher der Ständer rein und zwar die Kontakte dafür. So, jetzt habe ich hier noch 2 Schrauben zu verdatteln. So, da werden wir uns jetzt noch mal ganz kurz eine rausfriemeln. Das ist ja immer so ein bisschen kompliziert in diesen kleinen Tütchen, damit meine Wurstfinger reinzukommen. So, da brauche ich jetzt eine. Genau. Die restlichen kommen da wieder zurück ins Lager. So, und das ist dann jetzt die letzte. Ja, da war ich immer halt faul in den anderen Ausgaben habe ich denn das nicht so sehr zu sagen, aber jetzt habe ich überall die Schrauben dran. Hier auch, da auch, hier auch, wunderbar. Und hier habe ich 3 Imbusschrauben über. Ja, ich habe das alles hier mit meiner schönen Knarre gemacht. Jo, ist alles fest. Ding, und da fällt auch der Bit schon wieder runter. So, das waren jetzt die ganzen Teile bis Ausgabe 100. Ich will noch mal nachschauen. Genau. Und da kam auch nichts weiteres zwischendurch. Ich finde das mal wahnsinnig. Man soll das ja da so einklippen. Das ist schon wirklich also ganz schön ekelig. Also man muss da wirklich so ein bisschen die Augen zukneifen, weil man da ja denkt, man tut dem Schiffchen ordentlich weh. So, damit kann ich das denn erstmal so ein bisschen beiseite schieben. So, und diese restlichen Schrauben, die kommen dann da rein. Und die lasse ich dann auch irgendwo dann mal liegen. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Ausgaben. Und zwar, wir haben in Ausgabe 101 haben wir das schöne Grundbrett gekriegt und wir haben die Vorbereitung gekriegt mit den Stiften für die beiden Teile hier. So, das werde ich einfach erstmal auspacken. Das lasse ich dann einfach mal so liegen und hier ist das gleiche, nur da sieht der Pol ein bisschen anders aus. Der ist zweig und der ist nur einpolig. Das heißt, das eine wird wohl Plus oder Minus sein oder sowas ähnliches. So, und dann haben wir das. Und dann haben wir hier den Ständer. So, der ist einmal so voll, der ist aber so. Und da werden irgendwie die Seitenteile sein. So, ich organisiere nochmal die Grundplatte und dann geht das gleich weiter. So, jetzt geht das los mit Ausgabe 101. Und zwar ist das einmal dieser Ständer, einer dieses Teilchen und diese Anschlussstecker. In der nächsten Ausgabe werden wir den anderen haben. Aber eins zur Zeit.
So, als erstes soll ich jetzt diesen hier, den müssen wir wieder vernünftig abtüdeln. Das also reißt es nicht so auseinander, sondern macht das wirklich so, wie das ist, weil die Kabel sind ziemlich dünn und da können dann eventuell Brüche kommen. So, haben sie auch gelb gekennzeichnet. Ich soll das also in den linken reintun. Und zwar hier ist so eine, ja, so ein Freizeichner, so ein Dingsbums frei da und das kommt dann darauf. So, und der wird dann hier unten durchgeführt. Dadurch dieses Kästchen. So, so sieht das jetzt aus. Na, und hier oben. Und dann wird das mit diesem Teil hier festgeschraubt. So, das ist jetzt auch eine wahnsinnige Aufgabe. Ja, wenn man das richtige Teil nimmt. So. So, wo haben sie noch eingekreist? Ja, das so. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Und dann soll ich die AP-Schrauben nehmen. Das werde ich dann mal ganz schnell machen. Ja, also wir sind ja jetzt bei Ausgabe 101. Wir haben jetzt noch 40 Ausgaben vor uns. Ich war schon ganz euphorisch, habe gedacht so, ha, jetzt kriege ich noch 10 Ausgaben. Aber nein, es gibt ja noch 10 Pakete mit 4 Ausgaben. Ich weiß gar nicht, was da noch alles so passieren soll. Aber naja, da muss ja noch der Mast kommen und die Takelage kommen. Und vor allen Dingen, ich bin ja ganz gespannt, wann wir mal die ganzen Decks zusammenschrauben, die wir jetzt schon in den letzten 90 Ausgaben sozusagen zusammengesammelt haben. Ich habe da eigentlich auch noch nicht so weit vorgegriffen. Ich könnte das ja mal gucken, mit welchen Schrauben das angeschraubt wird. Und man hat ja noch zu viele Kleinteile. Ja, und diese berühmte eine Schraube ist auch wieder über. Ja, das geht also sehr flott voran. Ich mache auch gleich in den nächsten Zuge weiter. Und wie ihr seht, es wird jetzt ganz einfach die andere Seite gemacht. Und das sind auch AP-Schrauben. So, da werde ich auch ein paar weniger gebrauchen, als wieder ist. Aber das macht ja nichts. Und zwar ist das diese Seite und ich brauche diesen Stift dafür. Was mir als erstes auffällt, erstmal ist es nicht zusammen. Und das ist völlig weich, dieses Teil. Fühlt sich so ein bisschen an wie Latex. Kein Kopfkino bitte jetzt. So, also wie so ganz leichtes, weiches Gummi. So, und das führe ich dann jetzt auch wieder hier in den Schlitz rein. So, und zwar der soll so einsehen, dass der auch wirklich nicht rauf und runter kann. Ne? Also der muss richtig schön fest drin sein. Weil da kommt ja nachher die Titanic rauf und das soll dann richtig fest sein. Also nicht aus Versehen eine Tralle nach unten setzen, dann fällt der Stift rein oder der Stift ist zu weit nach draußen raus. Also und jetzt wieder festschrauben und dann haben wir die erste Seite vom Ständer fertig. So, jetzt hier noch einmal, immer schön wie beim Autoreifen. Oben links, unten rechts, unten links, oben rechts. Alte Angewohnheit. So, und es ist wieder so, ich habe wieder ein paar Schrauben über. Yippie. So, damit habe ich den und ich habe den. Und jetzt habe ich solche schönen 4 Dinger über. Und ihr seht das schon alles. Es kommt jetzt die nächste Ausgabe. Das war alles in Ausgabe 103. Ja, das geht richtig flott von der Sache. Da haben wir nur die Grundplatte bekommen. Die Grundplatte. Und wir sollen die Ständer darin jetzt einfügen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ich die mir hinlegen muss. Ich muss die mir also mit den 2 Löchern hier nach vorne setzen und mit diesen ganzen 4 Löchern. Die kommen sozusagen außerhalb meines Blickfeldes. Und jetzt soll ich als erstes jenes welches nehmen.
Und zwar, das soll alles jetzt die beiden durch das mittlere Ding hier durch das mittlere Loch. Aber wahrscheinlich habe ich sie wieder verkehrt rum, obwohl auf dem Bild war das genau so, weil man kann sehen, hier ist der Kabelkanal. Na, also das ist so ein bisschen ekelig, wie die das angezeigt haben. Sie hätten ja gleich eigentlich die richtige Seite anzeigen können. So, jetzt kommt es hier so rein. Und man soll darauf aufpassen, dass dieser, also wo nur dieser eine Gummiring drauf ist und dieses etwas dickere Teil, das soll sozusagen nach vorne gewandt sein und der zu mir gewandt. So, jetzt werde ich das erstmal so weit durchziehen, bis ich das da richtig schön drin habe. So, und den auch nochmal. So, das kann ja alles schön hier drin so verlaufen. So, jetzt wollen wir gucken, dass wir da keinen Kabelsalat machen. Nochmal ein bisschen was ziehen. So, und dann kann ich den ersten schon mal raufsetzen und dann werde ich mit diesen dicken Bomberschrauben werde ich da mal versuchen die Fassung zu finden. So, und ich, ach, das war schwer, da werde ich mir mal ganz kurz einen anderen Schraubenzieher holen. Einmal eine kleine Drehung links und eine kurze Drehung rechts. Und dann haben wir die etwas dickere Variante. Ja, und die funzt auch schon wesentlich besser. Also die kleinen Schraubenzieher oder Dreher sind das ja. Oder Schraubentrecker. So, jetzt haben wir das fest. So, der zweite, der ist ohne alles. Der kommt dann hier hin und ich merke das gerade. So, und soll ich da jetzt drei Schrauben reindrehen? Ja, da soll ich drei Schrauben jetzt rein. Ah, oh, da ist gar keine Schraube über. Huch, wenn diese kleine Schraube abhanden kommt. Mann in der Tünn. Also, da wo nichts ist, da werden drei Schrauben versenkt und da, wo das Kabel rausguckt, da macht ihr nur eine Schraube. So. Also der Ständer ist ziemlich massiv. Ich nehme mal an, das ist ein schönes Holzstück, was schön lackiert ist. Haben die fein gemacht von Hachette. Und ja, der Ständer selbst, also die Füße, sind wieder aus Plastik. Da bitte bei den Schrauben achten da drauf. So, und die kommen dann wahrscheinlich irgendwo da wieder rein. Ich tue das jetzt mal so durch. Da kommt dann ja wahrscheinlich noch das Schaltpult hin oder sowas ähnliches. Das werde ich nachher, wenn das alles fertig ist, einfach ein Kreppband rüber machen. Und damit die Kabel nicht immer wieder so hoch kommen, so wie jetzt. So. Ja, Terre, Bauergebnis. Also es war ratzifatzi. 8 Ausgaben innerhalb so von 10 Minuten. Aber naja. Okay. Wie gesagt, Titanic hat jetzt einen Ständer. Und wenn ich das so richtig, schwer, richtig sehe, wenn die Ständer wohl hier so hinkommen. Also so steht die Titanic nachher auf den Ständer drauf. Ja, das sieht gut aus. Hat auch guten Stand. Also ja, ich finde das toll. Hier sind ein paar Löcher drin. Da wird wahrscheinlich so irgendwie die Armatur raufkommen. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Ich weiß ja nicht, wie das bei der Bismarck oder so gewesen ist. Es entzieht sich meiner Kenntnis. Aber soweit sind wir jetzt erstmal und damit ist das auch wieder erledigt und jetzt dürfen wir wieder 4 Wochen warten.
und dann geht das weiter. Ich nehme mal an, dass denn Ausgabe 104, ne, Bauergebnis, und dann kann man mal gucken, was im nächsten ist. Ja, im nächsten kommt die Batteriebox, Platine und Schrauben. Ja, da wird, und da ist ein Lautsprecher mit dabei. Ah, da bin ich ja mal gespannt, was da losgeht und was so abgeht. Und dann wollen wir schauen. Okay, dann bis in 4 Wochen. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr ja, sehen möchtet, wie die Titanic zu Ende gebaut wird, die letzten 40 Ausgaben, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren oder auch Mitglied werden. Jo, ich sag dann erstmal Tschüss aus Eddys Modellwerft. Bleibt gesund und bis in 4 Wochen.